Also was man schon sagen muss, ist, dass ich wirklich positiv überrascht bin von der Law School, also von dem wirklich vielfältigen Angebot. Das unterscheidet sich von der Schule in dem Sinne, ganz besonders, dass man eben auf individuelle Interessen hier viel mehr Wert legt. Wir haben so Sachen wie das Studium Generale, dass man hier auch so einen Blick über den Tellerrand wagen kann. Wir haben extrem gute Verbindungen in die Praxiswelt des Juristischen, sodass wir auch leicht an Praktika kommen. Ich war zum Beispiel im Cheerleading-Team. Da zeigt man dann auch Law School Spirit, der hier auch so beschworen wird. Und das ist ein super Gefühl. Es gibt hier auch einfach so Sachen wie verschiedene Hochschulgruppen, Initiativen von den Studenten, die das Leben bereichern und die einen auch selbst weiterbringen. Ich habe am Anfang im Chor mitgesungen. Ich habe hier mal einen Zeichenkurs mitgemacht. Das wurde im Rahmen des Studium Generales zum Beispiel einmal angeboten. Sonst habe ich mich jetzt zum Beispiel in den politischen Hochschulgruppen nicht engagiert. Aber man, selbst wenn man sich dort nicht engagiert, ist man doch Nutznießer dieser vielen Angebote. Gerade die politischen Hochschulgruppen, die Politiker motivieren, herzukommen, Reden zu halten. Gerade war Barroso da. Also davon profitiert man schon wahnsinnig. Ich finde es sehr reizvoll an der Bucerius, dass man über Jura hinauskommt. Es äußert sich zum einen im Studiencurriculum, dass man hier Praktika macht, dass man hier ein Auslandstrimester hat, was man eben an öffentlichen Unis nicht hat. Und darüber hinaus eben dieses vielfältige Zusammenleben hier an der Uni mit Menschen von verschiedenen Interessen, von verschiedener Herkunft. Und insofern denke ich, dass ein Studium an der Bucerius Law School doch sehr persönlich auch bereichernd ist.